Habe die Ehre. Wir möchten Danke sagen für die ganzen Einsendungen zur Pierzeit-Tour 2014. 500 Einsendungen und so viele brutale Videos und Post haben wir gekriegt, Kur haben wir gekriegt, eine Wurst haben wir gekriegt. Wahnsinnswurst. Brutale Wurst, also. Wir haben alle ein bisschen zugenommen, aber wir hoffen, dass wir bei der Pierzeit-Tour wieder abnehmen. Gell? Ja. Dass wir alle so schön schlank wie der Josie. Wir freuen uns neulich drauf. Denkst du, die ersten Konzerte haben schon ausverkauft? So wie Petting, brutal, kann nichts machen. Kauft euch jetzt gleich Karten, weil wir können, so wie bei Petting, wir können leider nichts mehr machen. Wir haben, glaube ich, nur 2000 Anfragen für Petting gehabt, aber da geht leider gar nichts mehr. Schaut vielleicht für die Konzerte, dass irgendwas rührt, unter labrasbanda.com kannst du die Karten kaufen. Sonst gibt es sozusagen Kinder unter 10 Jahren sind frei. Und wir haben für alle Rollis eine Bühne, eine Tribüne. Wir haben eine Rollstuhlfahrerbühne dabei, direkt neben einem Mischer. Also wenn ihr Rollstuhlfahrer seid und geht gerne auf ein Labrasbanda-Konzert und tanzt so noch, dass es gerade so geht, kommt bei uns vorbei. Geniert euch nicht, die Begleitperson ist natürlich für immer frei und wir werden uns freuen, wenn wir euch begrüßen dürfen. Sonst sagen wir, es wird brutal. Wir haben die ersten Proben schon angefangen und es wird sehr viel Überraschung dabei sein. Keller Steff mit der Band ist dabei. Der Josie macht Nachmittag ein kleines Kinderkonzert. Genau, wir haben eine schöne Piste dabei, das Feuerwehrauto wird da sein und mein wahnsinns grünes Love-Mobil. Love. Und es wird ein wahnsinniges Jahr, wir freuen uns unglaublich. Geht da hin. Falls ihr einen Fußballplatz da habt, stellt bitte eine Fußballmannschaft. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir möchten immer gegen jede Ortschaft Fußball spielen. Und wenn wir verlieren, kriegt es von uns ein 50er Fasselbier. Also, wir freuen uns auf die Tour. Wir sehen uns. Schöne Zeit. Heute. Und das wäre der Riesen-Gaudi. Also, wir sehen uns in der Bierzeit-Tour. Juhu!